Liebe Freundinnen und Freunde, nach dieser tollen Podiumsdiskussion ist es ja ganz schwer, da noch viel hinzuzufügen. Ich finde es erstmal auch großartig, dass ihr alle hier seid. Ich finde es großartig, wie aufstehend sich in dieser kurzen Zeit, und man muss sich ja einfach vergegenwärtigen, am 4. September sind wir gegründet worden, wie aufstehend sich in dieser kurzen Zeit entwickelt hat. Und ich finde auch nochmal auf die Frage, die am Schluss gestellt wurde, einzugehen. Na, das macht doch richtig Hoffnung, wenn man in so kurzer Zeit 175.000 Mitstreiter gewinnt, die alle aufstehen wollen für mehr Gerechtigkeit und für Frieden. Und ich finde, das ist ein toller Anfang. Ich meine, als wir die Idee hatten, als wir darüber gesprochen haben, Aufstehen zu gründen, im Kreise auch derer, die haben ja alle auch jetzt mit hier vorn gesessen, da war ja der Hauptgrund, dass wir das Gefühl hatten, es braucht einen neuen Aufbruch, um etwas in Bewegung zu bringen. Es braucht einen neuen Aufbruch, weil wir so in einer gewissen Sackgasse sind. Weil die Linke allein, und das haben wir ja alle gespürt, natürlich die Politik in diesem Land nicht ändern kann. Deswegen finde ich es auch völlig absurd, dass manche meinen, da gäbe es jetzt einen großen Widerspruch zwischen Linke und Aufstehen. Nein, aber die Linke alleine ist eben zu schwach. Die haben die letzten Jahre gezeigt. Und das war doch der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen diese breite Bewegung. Und wir brauchen diese Bewegung, ja, weil wir die Parteien ändern wollen. Und natürlich auch und insbesondere die SPD. Und wir haben damals gesagt, aber wenn wir Druck auf die Parteien ausüben wollen, wenn wir sie verändern wollen, dann müssen wir vor allem auch die Menschen erreichen, die sich aktuell von keiner Partei mehr angesprochen fühlen. Und ich finde es toll, dass das funktioniert hat, dass der übergroße Teil der Menschen, die bei Aufstehen sind, tatsächlich Parteilose sind. Aber sie sind nicht unpolitisch, sie sind nicht politikverdrossen, sondern sie haben sich offensichtlich in den Parteien nicht wiedergefunden und sagen trotzdem, bei Aufstehen, da sehen wir eine Chance, uns wieder einzubringen. Und ich finde, das ist doch gerade das ganz Positive. Da haben wir wirklich was erreicht, schon jetzt. Und ich meine, dass es in diesem Land so nicht weitergehen kann wie bisher, das sieht man doch, das spürt man doch täglich. Das ist doch ein Trauerspiel, was das politische Berlin täglich abliefert. Diese große Koalition mit ihren ständigen Selbstblockaden, Streitereien und ihrem mangelnden Rückgrat gegenüber dem großen Geld, das ist doch unsäglich, wie dieses Land regiert wird. Und ich meine, natürlich, jetzt hat Frau Merkel angekündigt, dass sie bald geht. Und viele finden das gut, also ich natürlich auch, weil ich mit ihrer Regierungszeit jetzt nicht gerade was Positives verbinde. Aber ich sage mal, wenn dann die Alternative der Cheflobbyist der Finanzmafia, nämlich Friedrich Merz, ist, spätestens dann muss man doch verstehen, dass das so nicht weitergehen kann. Ich meine, man hört ja schon, dass diese ganzen Banklobbyisten und Konzernlobbyisten richtig zittern, dass sie vielleicht ihren Job verlieren. Weil wenn Friedrich Merz ins Kanzleramt einzieht, dann braucht die ganze Finanzmafia und dann brauchen auch die Konzerne wahrscheinlich keine Lobbyisten mehr, weil den haben sie ja dann. Aber ich finde, gerade deshalb kann man das doch nicht einfach so laufen lassen. Und da verstehe ich auch wirklich die SPD nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, sie haben auf ihrem Debattencamp, ich habe das ja verfolgt, jetzt Vorschläge diskutiert, die ich ja richtig finde, die ich ja wirklich auch zielführend finde, wo ich auch froh bin, dass sowas wieder mal in der SPD diskutiert wird. Schluss mit Hartz IV. Oder aber etwas, was wir auch schon lange fordern, ein Rentensystem, wo alle einzahlen und wo am Ende alle dann eben auch existenzsichernde Renten bekommen. Und das wäre ja richtig gut, wenn das mal wieder SPD-Politik wird. Aber liebe Freundinnen und Freunde von der SPD, ich denke, es werden ja auch einige hier sein, wahrscheinlich die, die das genauso kritisch sehen wie ich,
Das kann man doch nicht vermitteln, wenn man einerseits auf einem Debattencamp solche progressiven Dinge vertritt und dann 2 Wochen später einem neuen Bundeshaushalt zustimmt, der das ganze soziale Elend fortschreibt und der einzige Posten, der wächst, ist der Rüstungsetat. Das kann man doch nicht zusammenbringen. Da muss man doch mal ein bisschen Konsequenz zeigen. Weil gerade deshalb haben wir das ja auch zum Thema unserer ersten Kampagne gemacht, Würde statt Waffen. Weil ich finde, da zeigt es sich doch besonders krass. Da zeigt es sich wirklich besonders krass. Es liegt nicht am mangelnden Geld, wenn in diesem Land die Armut wächst, wenn der Pflegenotstand existiert, wenn Lehrerinnen und Lehrer fehlen, wenn nämlich gleichzeitig über 4 Milliarden wieder draufgesattelt werden beim Rüstungshaushalt, dann liegt es nicht am Geld, dann liegt es am fehlenden Willen, dann liegt es an der Hörigkeit dieser Regierung gegenüber Rüstungskonzernen, dann liegt es daran, dass die eben keine sozialen Prioritäten hat, diese große Koalition. Daran liegt es. Und das haben wir ins Zentrum gesetzt der ersten Kampagne, um deutlich zu machen, es geht auch anders. Eine soziale Politik ist möglich und für die wollen wir hier kämpfen in diesem Land, weil sie auch dringend notwendig ist. Aber ich meine, wenn ich über mangelnde Glaubwürdigkeit rede, wenn ich darüber rede, dass dort eine Politik gemacht wird, die teilweise nicht ehrlich ist, da darf man natürlich nicht nur über die SPD reden. Also ich habe heute gelesen, dass die Grünen ja jetzt auch Hartz IV überwinden wollen. Großartig. Also ich meine, das ist ja wirklich toll. Also wir haben seit Jahren gegen Hartz IV gekämpft, gegen dieses unsägliche, unmenschliche Sanktionsregime, das so viele Menschen schon krank gemacht hat in diesem Land. Das haben wir seit Jahren bekämpft. Und jetzt sind sie plötzlich alle der Meinung, dass es überwunden werden muss. Das ist ja eigentlich gut. Aber ich muss sagen, bei den Grünen ist es ja mindestens so krass wie bei der SPD. Die sagen jetzt, sie wollen Hartz IV überwinden und gleichzeitig laufen sie sich warm für die nächste Jamaika-Koalition. Also, sag mal, unehrlicher geht's doch bald nicht. Da muss doch mal irgendwie ein bisschen Glaubwürdigkeit wieder in die Politik einziehen. Das ist doch dringend notwendig. Weil sonst muss man sich doch nicht wundern über die Krise der Demokratie, die wir haben. Und ich sage, ja, wir haben eine Krise der Demokratie. Es wird zwar so gesagt, ach, das sei doch gar keine. Gut, die SPD und die CDU, CSU, die verlieren. Bei letzterer ist man sicherlich gar nicht schlecht gesonnen, dass das so ist. Aber dafür gewinnen ja andere und es wird dann so weggeredet, das sei doch jetzt die neue Lebendigkeit. Nein, ich meine, wir haben eine Krise der Demokratie. Und wenn man wissen will, warum, dann muss man sich einfach die Wahlbeteiligung angucken und das in Relation setzen zum Durchschnittseinkommen der jeweiligen Wohnbezirke. Und dann sieht man, was Krise der Demokratie ist. Wenn in armen Wohnbezirken inzwischen teilweise 40-50% Wahlbeteiligung ist und in den reichen Wohnbezirken 80-90%. Das heißt, dass die Menschen, die tatsächlich sich von der Politik auch seit Jahren mit Recht nicht mehr vertreten fühlen, die frustriert sind, weil sie im Stich gelassen wurden. Die ziehen sich mehr und mehr zurück von demokratischen Prozessen. Und damit hat sich ein Großteil der Politik abgefunden, weil es ja für sie bequem ist. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir als Aufstehen diese Menschen wieder erreichen, nicht nur fürs Wählen, sondern vor allem fürs Aktivwerden, dafür, dass sie ihre Interessen vertreten, dafür, dass sie wieder eine Stimme bekommen, dass sie nicht zum Schweigen verurteilt sind, dass sie laut werden. Sie müssen laut werden, weil nur dann können wir etwas ändern in diesem Land. Und ich denke, Deutschland hat sich in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt, die ganz viele Menschen nicht wollen, die auch vielen Angst macht, weil das gesellschaftliche Klima sich völlig verändert hat oder völlig, zumindest stark verändert hat. Es ist kälter geworden, es ist aggressiver geworden, es ist viel mehr Hass und viel mehr Intoleranz, die wir alle erleben. Aber wenn man das beklagt, dann finde ich, muss man auch die Frage stellen, wo kommt das her? Wo kommt der Hass her? Wo kommt die Kälte her? Wo kommt die Wut her?
Wo kommt auch die Intoleranz her, die es so extrem noch vor 10 oder 20 Jahren nicht gegeben hat? Und ich meine, wer das mit der Antwort verbindet, ja, da ist die AfD schuld, der macht es sich zu einfach. Und der verwechselt Ursache und Wirkung. Weil natürlich ist die AfD eine Partei, die Hass schürt. Ja, auch eine Partei, die Intoleranz schürt, die Sündenböcke kreiert und die darauf ihr Süppchen kocht. Das ist alles richtig. Aber sie ist selbst, dass sie so stark geworden ist, Produkt der Politik der letzten Jahre. Das muss man, denke ich, immer wieder sagen, wenn man über Rechtsentwicklung redet. Sie ist das Produkt, sie ist nicht die Ursache. Und wenn man sich die Ursache anguckt, eigentlich ist sie mit Händen zu greifen. Wenn man darüber nachdenkt, wo Hass und Intoleranz und Härte herkommt. Ja, sie kommen her aus dem Inneren unserer Gesellschaft, aus der Härte, aus der Kälte, aus der Rohheit, die unser ökonomisches Leben heute kennzeichnen und die ganz viele Menschen tagtäglich erleben müssen. Diese Härte, diese Demütigungen, denen sie täglich ausgesetzt sind, zum Beispiel, wenn sie mies bezahlte Jobs haben, entweder als Leiharbeiter oder als Dauerbefristete, noch der Willkür ihrer Arbeitgeber in besonderem Maße ausgesetzt sind. Das ist doch ein tägliches Erleben von Kälte und von Demütigung. Und so etwas produziert irgendwann auch Kälte und produziert irgendwann auch Rohheit bei denen, die es erleben. Oder was viele Menschen im Jobcenter erleben müssen, an wirklich erniedrigenden Prozeduren, wo sie die Hosen runterlassen müssen, wo jeder Euro, der auf dem Konto ist, und sei es das Geschenk für ein Kind im Geburtstag, was einer überwiesen hat, angeben müssen, und dann wird es abgezogen vom Hartz-IV-Satz, gnadenlos, als ob dieser Staat diese 20 Euro braucht, um seinen Haushalt zu finanzieren. Diese Härte, diese Kälte, die macht doch das gesellschaftliche Klima kaputt. Und das Gleiche gilt doch auch für so viele alte Menschen, die ihr Leben lang geschuftet haben. Und dann werden sie um ihre Lebensleistung betrogen, dann werden sie in die Altersarmut geschickt. Natürlich sind die zutiefst frustriert und verärgert. Und dann ist es kein Wunder, dass zumindest ein Teil davon auch teilweise bestimmten rechten Demagogen auf den Leim geht. Das ist immer so, wenn Menschen frustriert sind. Aber dann muss man endlich eine Politik machen, die die Ursachen dafür behebt und die Menschen nicht mehr im Alter demütigt mit schlechten Renten, die sie absichert, weil dann haben wir auch ein anderes gesellschaftliches Klima in diesem Land. Und ich meine, es fängt doch schon bei Kindern an, es fängt doch schon in der Schule an. Schon Kinder, die in Hartz-IV-Familien aufwachsen, die erleben doch früh und von Anfang an, was Demütigung und Ausgrenzung bedeutet. Sie erleben von Anfang an, was andere können und was ihnen alles verbaut und verstellt ist. Und es ist ja nicht so, dass das nur eine Kindheitserfahrung ist. Es wird ja immer mehr verfestigt. Die Hans-Böckler-Stiftung hat vor kurzem wieder in einer Studie belegt, dass Armut in Deutschland inzwischen völlig fest und erblich ist, genauso wie Reichtum verfestigt und erblich ist. Und da reden einige von einer offenen Gesellschaft. Nein, das ist keine offene, freie Gesellschaft, wenn Armut erblich ist und Reichtum erblich ist. Das ist keine Freiheit, sondern das sind altfeudale Verhältnisse und die müssen wir überwinden. Und auch diese Verfestigung von sozialen Unterschieden, die Erblichkeit von Armut, natürlich ist das Produkt von Politik. Das fängt doch schon im Wohnungsbereich an. Früher, vor vielen, vielen Jahren, die Jüngeren kennen das schon gar nicht mehr, war es eigentlich selbstverständlich, dass Kommunen verantwortlich sind für ihren Wohnungsbestand. Und da wurden auch noch Sozialwohnungen hier und da gebaut. Immerhin 80er Jahren, 12 Milliarden im Jahr wurden für sozialen Wohnungsbau aufgewandt in der Altbundesrepublik. 12 Milliarden, heute sind es 3. Stattdessen
haben die großflächig ihren Wohnungsbestand verscherbelt und dem Markt überlassen. Und heute bestimmen renditegierige Immobilienhaie darüber, wo noch gebaut wird und wie sich die Mieten entwickeln. Ja, da fängt doch die soziale Ausgrenzung an. Denn diese Entwicklung am Wohnungsmarkt, diese Folge der Privatisierung, die führt eben dazu, dass auch die Wohngebiete sich immer mehr separieren. Dass in den einen Wohngebieten die Armen leben und unter sich sind und in den anderen ist die Mittelschicht unter sich und dann gibt es noch ein paar kleine Gebiete, wo dann die wirklich Reichen wohnen. Dass das immer mehr auseinanderdriftet und natürlich auch die Menschen über diese Grenzen ihrer sozialen Milieus kaum noch miteinander in Kontakt stehen. Das ist doch auch ein Problem, was wir aktuell erleben, dass viele, die im Mittelstand mit Wohlstand groß werden, nie im Leben Freunde hatten, die arm sind, weil sie gar nicht mit ihnen in Kontakt kommen und die deswegen natürlich für die Probleme der Armen auch nicht mehr unbedingt so aufgeschlossen sind, weil sie gar nicht kennen. Und umgekehrt ist natürlich auch so, wenn Wohngebiete immer mehr auseinanderdriften, dann driften die Schulen auseinander. Und gerade in den armen Wohngebieten sind die Schulen meistens in dem allerschlechtesten Zustand. Ich war vor einiger Zeit hier in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel in Essen, im Essener Norden in einer Schule. Da hatten mich die Lehrerin extra eingeladen, weil sie mir mal zeigen wollten, wie ihre tägliche Katastrophe aussieht. Und zwar nicht nur optisch, dass die Schule völlig verfallen war, sondern eben auch, weil sie so wenig Lehrer hatte und so wenig Förderlehrer, dass es völlig unmöglich war, den Kindern, die dort in der Regel ja von den Eltern auch nicht so unterstützt werden konnten, ein halbwegs gutes Lernniveau trotz aller Bemühungen. Aber es war nicht möglich, ihnen ein gutes Lernniveau zu vermitteln, weil einfach die Voraussetzungen fehlen. Und das haben wir im ganzen Bundesgebiet. Das heißt, die in den guten Schulen, die haben von vornherein den anderen Start, die in den schlechten Schulen nicht. Und Deutschland ist eines der Länder, das im Vergleich zu anderen extrem wenig für Bildung ausgibt, weil es gerade für diese Schulen eben auch nichts übrig hat. Und da verfestigt sich Armut. Das ist ein wesentlicher Kern dessen. Und dann geht es weiter mit dem Niedriglohnsektor. Auch den hat es nicht immer gegeben. Den hat Gerhard Schröder eingerichtet und ist auch noch stolz darauf. Und seitdem ist eben auch die Zahl derer, die trotz Arbeit arm sind, in unserem Land explodiert. Immer mehr Menschen, die mehrere Jobs machen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen oder die trotzdem noch zum Jobcenter gehen müssen. Und auch das ist nicht alternativlos und auch darüber müssen wir ganz laut reden bei Aufstehen. Diese Politik, die muss ein Ende haben, weil das war Politik für die Wirtschaftsfürsten und nicht für die Menschen. Ich meine, es ist doch wirklich ein Leid, dass politisch nichts dagegen getan wird. Wir beobachten seit Jahren, wie die Tarifbindung zurückgeht. Dann wird hier und da mal ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt, aber das ist ganz schwer, weil die Arbeitgeberseite ja ein Vetorecht hat. Und dann zieht sich die Politik zurück und sagt, ja, wir können ja nicht mehr machen, wenn die ein Vetorecht haben. Aber dass sie ein Vetorecht haben, ist doch eine politische Entscheidung. Das kann man doch verändern. Man kann doch ein Gesetz machen, das automatisch in einer Branche, wo die Tarifbindung unter 50% sinkt, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zieht. Und dass dann der beste Tarifvertrag der Allgemeinverbindliche ist. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Da würde dem Niedriglohnsektor wirklich eingedämmt. Und genauso finde ich auch, man muss sich nicht gefallen lassen, die Art und Weise, wie in vielen Unternehmen inzwischen elementare Mitbestimmung außer Kraft gesetzt wird. Und das läuft ja so. Natürlich können Sie die Beschäftigten einschüchtern, solange es noch keinen Betriebsrat gibt. Weil einen Betriebsrat gründen zu wollen, wer das macht, der ist eben nicht gegen Kündigungsschutz geschützt. Erst wenn er ihn gegründet hat. Und genau das verhindern ja die Unternehmen. Aber auch da ein einziges Gesetz. Und man könnte klar machen, wer die Initiative ergreift, einen Betriebsrat zu gründen, der darf nicht gekündigt werden. Und dann hätten wir auch eine viel größere Dichte wieder von Betriebsräten in diesem Land. Und insoweit gibt es bei ganz vielen Bereichen eigentlich relativ klare Alternativen zu dem, was heute läuft.
Nur es braucht eine Politik, die das Rückgrat hat, diese Alternativen durchzusetzen. Weil freiwillig werden die Unternehmen das nicht machen, freiwillig werden die Konzerne das nicht machen. Und deren Lobbyisten, die da in Berlin ein- und ausgehen, die bearbeiten ja ständig die Politiker und die Abgeordneten mit ihren Interessen. Und deswegen sage ich, die haben das große Geld, das ist richtig. Aber wenn wir dagegen die Menschen haben, wenn bei uns die Menschen sich engagieren, dann kann man diesem großen Geld etwas entgegen. Und das ist der Sinn von Aufstehen, dass wir uns dagegen engagieren und dass wir gegen die soziale Spaltung aufstehen. Und ich meine, ein Satz oder zwei nochmal auch zu der Finanzierung. Da wird ja wirklich gelogen und geheuchelt, dass sich die Balken biegen mit ihrer ganzen Nummer von wegen schwarze Null und wir müssen ja sparsam sein. Die sind überhaupt nicht sparsam. Diese ganze Privatisierungs- und Deregulierungspolitik, die kostet unendlich viel Kohle. Und da rede ich nicht nur von Aufrüstung. Da rede ich zum Beispiel davon, ich habe ja vorhin Wohnungsbau angesprochen, man baut heute keine Wohnungen mehr, aber man nimmt 17 Milliarden Euro jedes Jahr in die Hand, um den Menschen die steigenden Mieten ein bisschen erträglicher zu machen. Das ist nämlich Wohngeld und Wohnkostenzuschüsse und so weiter. 17 Milliarden. Ja, da sollen Sie das Geld doch lieber nehmen und Wohnungen bauen. Dann bräuchten Sie nicht so viel für Mietkostenzuschüsse, die den Immobilienhaien die Profite finanzieren. Oder nehmen wir die Pflege. Ja, natürlich, in die Pflege muss viel mehr Geld investiert werden, als wir das heute tun. Das ist schon richtig. Da muss man auch Geld in die Hand nehmen. Und trotzdem ginge es auf andere Art deutlich billiger als heute, wenn wir nicht mit dem Geld, was wir in die Pflege investieren, gleichzeitig noch die Renditen irgendwelcher Fonds und Finanzinvestoren finanzieren würden, die heute Pflegeheime en gros aufkaufen. Das ist doch auch so eine Absurdität. Ich habe vor kurzem im Handelsblatt gelesen, da stand ein Artikel über die Eigenkapitalrendite deutscher Krankenhäuser und wie man die steigern könnte. Und da muss ich mal wirklich sagen, ich finde, eine Gesellschaft, die über die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern nachdenkt, die ist krank. Krankenhäuser haben keine Eigenkapitalrendite zu bringen, sondern die müssen Kranke gut behandeln und gut für sie da sein. Oder nehmen wir andere Bereiche, wo privatisiert worden ist. Diese ganzen unsäglichen öffentlich-privaten Partnerschaften, das ist ja auch so ein neoliberales Lieblingsprojekt, wird überall gefördert, bei Autobahnen, bei Schulen, bei kommunalen Bauvorhaben. Und ich meine, die Partnerschaft dabei besteht darin, dass die öffentliche Hand die Gewinne garantiert und die Privaten sie sich in die Tasche stecken. Großartige Partnerschaft. Und trotzdem fördern sie das und das ist ein riesen Geldvernichtungsprojekt. Es ist überall so, das hat der Bundesrechnungshof immer wieder gerügt, solche sogenannten Partnerschaften sind viel teurer, als wenn die öffentliche Hand es alleine macht. Das heißt, die verschwenden und verschleudern Geld und dann reden sie noch von der schwarzen Null. So eine Absurdität, das muss man ihnen auch immer wieder unter die Nase reiben. Und natürlich, klar, in die Pflege, in die Bildung, in die Gesundheit, ja, da muss überall mehr fließen. Aber wir können da auch mehr haben. Wir könnten mehr Geld einnehmen, ohne die Ärmeren und die Mittelschichten zu belasten. Und ich finde, auch das muss wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Da ist es nämlich weitgehend draus verschwunden oder flappt immer mal so ein bisschen auf und dann ist es wieder weg. Nehmen wir das Thema Steuerdumping der großen Konzerne. Das ist doch eine tagtägliche Unverschämtheit, dass gerade die, die das meiste Geld verdienen im Unternehmenssektor, am wenigsten Steuern zahlen. Und natürlich kann man dagegen etwas tun. Aber nicht so wie Olaf Scholz, der schon die EU-Kommission auflaufen lässt, wenn die auch nur einen zarten Vorschlag macht, zum Beispiel, dass die Konzerne ihre Umsätze Land für Land ausweisen müssen, damit man wenigstens erst mal sieht, wo sie Umsatz machen. Schon das wird von denen torpediert. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die Finanztransaktionssteuer. Ist auch wieder eine großartige Leistung von Herrn Scholz, dass er die beerdigt hat und sich mit Macron darauf geeinigt hat, dass man jetzt nur noch Aktienumsätze besteuert, obwohl jeder weiß, dass die große Spekulation bei Derivaten stattfindet.
Das heißt nicht nur, dass sie sich nicht um mehr Einnahmen kümmern, sie machen sogar alle Anstöße kaputt, die dazu führen könnten, mehr Einnahmen zu generieren. Und bei der Digitalsteuer ist es ähnlich. Immer wenn mal irgendwo eine halbwegs vernünftige Idee aufploppt, ist sofort Herr Scholz zur Stelle und macht sie zunichte mit Frau Merkel gemeinsam. Ja, was ist denn das für ein Irrsinn? Und das sind dann angeblich Vertreter der schwarzen Null. Und ich finde, wir müssen als Aufstehen auch wieder viel stärker noch einmal werben für ein Steuerprojekt, das leider in der ganzen Parteilandschaft außer der Linken zurzeit gar niemand vertritt. Und das ist die Vermögenssteuer für Superreiche. Also das ist doch etwas, was auf der Hand liegt, dass da sehr viel Geld zu holen wäre. Ich meine, die aktuelle Situation ist so, dass 75 Superreiche in unserem Land, 45 Superreiche so viel Vermögen haben wie die ärmere Hälfte der gesamten Bevölkerung. 45 Leute. Und das sind dann solche Figuren wie das Geschwisterpaar Quandt und Klatten, die dank ihres ererbten Vermögens in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro Dividende eingestrichen haben. Das sind, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, 3 Millionen Euro pro Tag. Die bekommen sie auf ihr Konto überwiesen, für nichts dafür, dass sie sich das richtige Elternhaus mit den großen Aktienpaketen ausgesucht haben. Und das nennt sich dann Leistungsgesellschaft. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass die Vermögenssteuer wieder zu einem gesellschaftlichen Thema wird, weil sie ist ein Mittel dieser perversen Anhäufung von riesigem Reichtum in wenigen Händen, zumindest etwas entgegenzusetzen. Und dafür sollten wir dringend werben. Und wir sollten uns auch nicht von diesem Unfug irgendwie verrückt machen lassen, der uns dann oft ins Gesicht geschrien wird, von wegen einer Vermögenssteuer, das sei ja eine Enteignung. Das wird ja immer gerne behauptet, eine Enteignung. Fragt man sich wirklich immer, was diese Leute so im Kopf haben, wenn sie mit solchen Begriffen um sich hantieren. Also enteignen kann man ja eigentlich nur etwas, was sich jemand selbst erarbeitet hat. Und ich sage mal, niemand kann mir erzählen, dass ein Mensch in der Lage ist, sich Milliarden und Abermilliarden Vermögen zu erarbeiten. Nein, das ist die Aneignung fremder Arbeit. Nur dadurch gibt es solche Riesenvermögen, dass sie die Macht haben, sich andere Leute Arbeit anzueignen. Und deshalb wäre eine Vermögenssteuer das ganze Gegenteil einer Enteignung. Sie wäre eine Rückgabe. Die Allgemeinheit würde sich von den riesigen Vermögen auf privaten Konten endlich mal wieder einen angemessenen Anteil zurückholen. Und ich finde, das ist fast schon zu bescheiden. Aber das wäre immerhin ein erster Schritt, weil man mit diesem Geld dann wirklich vernünftige Dinge finanzieren könnte. Und man kann den Reichen auch die Sorge nehmen, wo sie ihr vieles Geld anlegen, weil wir wüssten, was wir damit machen. Gute Bildung, gute Pflege, gute Krankenhäuser. Und das ist doch das, wo das Geld auch wirklich hingehört. Insoweit glaube ich, man kann viel verändern, man kann auch viel tun. Und man muss es nur wollen. Man muss das Rückgrat haben dafür, dass man diese Gesellschaft verändert. Und ich glaube, jeder, der sich Sorgen macht angesichts der Entwicklung in diesem Land, der muss sich für eine sozial gerechtere Politik, für einen mehr sozialen Ausgleich engagieren. Denn nur wenn wir mehr soziale Gerechtigkeit bekommen, nur wenn wir die soziale Spaltung dieses Landes überwinden, nur dann, davon bin ich überzeugt, werden wir auch die Rechtsentwicklung stoppen können. Das eine hängt mit dem anderen so direkt zusammen, dass man wirklich sagen muss, wer den Rechtstrend stoppen will, der muss etwas dafür tun, dass dieses Land nicht mehr sozial gespalten ist und dass die soziale Ungleichheit nicht weiter wächst, sondern dass es endlich wieder mehr Zusammenhalt und Ausgleich gibt. Und ich möchte aber ein Thema trotzdem noch ansprechen, weil ich finde, das gehört auch dazu. Wir haben das ja mit Würde statt Waffen im Grunde auch schon mitintendiert. Das ist die Außenpolitik, das ist die Rüstung. Das ist auch ein Thema, was wenig im öffentlichen Fokus steht. Ich meine, es ist sowieso merkwürdig, welche Themen so riesig in der öffentlichen Debatte sind und welche, die eigentlich die Menschen in ihrem Leben viel direkter betreffen, ziemlich weg sind aus der öffentlichen Debatte.
Und die Kriegsgefahr ist ziemlich weg aus der öffentlichen Debatte, aber sie ist da. Und spätestens seit Donald Trump den INF-Vertrag aufgekündigt hat, seit eine neue Runde des Wettrüstens droht und seit das Verhältnis zu Russland immer weiter sich verhärtet und auch eskaliert, ist natürlich das eine riesige Gefahr. Und deswegen sage ich, wir als Aufstehen, wir orientieren uns an dem großen Motto von Willy Brandt: Nie wieder darf von deutschem Boden Krieg ausgehen. Das ist unsere Linie und auch das wollen wir wieder stärker in die öffentliche Debatte bringen. Und in dem Sinne finde ich, wir haben sehr, sehr viel zu tun. Wir haben auch ganz viele Themen. Und ich finde, um das auch noch mal anzusprechen, natürlich müssen wir auch was zu Flucht und Migration sagen, natürlich. Vor allem müssen wir was dazu sagen, wer verantwortlich ist für dieses unsägliche Elend, das immer mehr Menschen aus ihren Heimatländern vertreibt. Wer verantwortlich ist für Waffenexporte und Kriege, die ganze Länder zerstört haben. Wer verantwortlich ist für solche unsäglichen Abkommen mit armen Ländern, die die dortige Landwirtschaft und die dortige Wirtschaft völlig ruinieren. Wer verantwortlich ist mit Billigexporten, den Menschen vor Ort ihre Lebensgrundlagen zu nehmen. Und ich finde auch hier, ja, wir sind Internationalisten, aber Internationalismus heißt vor allem, diese Ursachen zu beseitigen, die die Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Dafür müssen wir uns einsetzen und nicht idealisieren, wenn sie da fliehen, was ja schlimm genug ist. Und deswegen, wir haben viel vor uns. Aber ich finde, so wie wir begonnen haben, sind wir eine Bewegung, von der man in diesem Land noch sehr, sehr viel hören wird. Und ich finde, wir werden die Macht haben, dieses Land zu verändern. Lasst uns das gemeinsam versuchen. Lasst uns alles dafür kämpfen. Lasst uns noch mehr werden. Und deswegen jetzt die Bots mit dem neuen Song Aufstehen. Ich danke euch.